Wow, was ist das? Boah, da hat der eine aber Glück gehabt. Ein riesiges Herzlosenzeichen. Und was ist das? Hier ist erstmal die Kiste. Elixier nur. Nur, sage ich. Okay. Oh, ihr herzlosen Kinder der Dunkelheit, die euch gebar. Die Welten sollt ihr mit eurer tiefen Schwärze überziehen. Erscheinen soll es, das Herz der wahren Welt. Vereinen sollt ihr alle Herzen. Ein Herz, alle Herzen, alle Herzen, ein Herz. Kingdom Hearts, das Königreich der Herzen. Das Herz aller Herzen, die Geburtsstätte des Dunklen. Die Dunkelheit ruft euch, ihr Kinder der Schatten. Ersticken soll das Licht an euch. Doch nur für reine Herzen öffnen sich die Pforten des Königreichs. Sieben solcher vom Dunklen unberührte Herzen, sieben Schlüssellöcher und zwei Schlüssel öffnen jene Pforten in die Dunkelheit. Die Pforten, die dem Licht Einhalt gebieten, die dem lichten Herz bleiben sie auf ewig verschlossen, dem dunklen Herz sei die Heimkehr erlaubt. O ihr Kinder der Dunkelheit, bis die Zeit gekommen ist, seid gierig auf jedes Herz, das ihr findet. Wow! Eigentlich wollte ich gerade noch was dazu sagen, aber da wurden wir schon sehr rüde unterbrochen. Sieben Herzen von der Dunkelheit unberührt. Das heißt, sieben Prinzessinnen des Lichts, würde ich behaupten. Und zwei Schlüssel. Das heißt, wir haben einen. Und wir haben gehört, der andere, dem Rico, der mit Rico gesprochen hat in dieser komischen Welt, weiß ich nicht, der hat auch einen. Aber wer ist er? Und jetzt können wir hier wieder raus, oder was? Okay. Gut, es war die richtige Entscheidung. Oder auch nicht. What the fuck? Wow. Okay. Au. Einfach draufballern. Einfach draufballern. Wie immer, einfach draufballern. Wer auch immer du bist, was auch immer du bist. Einfach draufballern. Aber deine Musik ist cool. Hauptsache, wir können wieder fliegen. Ja, auf zu schreien. Geh kaputt. Wow, wow. Geh kaputt, Alter. Bam! Ja, stirb! Bam!
Gruppenability Paraglider erhalten. Okay, da unten scheint es weiter zu gehen. Beim Gleiten die Fährklasse gedrückt halten, um schneller zu fliegen. Cool. Huch. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Ob wir jetzt hier weiter runter müssen oder ob wir da rein müssen. Wo es eben geleuchtet hatte. Hui. Okay. Anscheinend ist hier der richtige Weg. Okay. Huch. Alter, was ist denn falsch mit dir? Geh beiseite, Mann. Hep. Komm schon. So, weg mit dir. Oh, okay. Das heißt, wir müssen Runden gewinnen, Wellen von Gegnern überleben, damit wir hier weiterkommen. Au, au. Ist. Wer will als nächstes? Dankeschön. Verdammt. Tschüss. Tschüss. Boah, noch mehr. Gibt's ja nicht. Weg mit euch, hab ich gesagt. Wir wollen euch hier nicht. Aus dem Weg! Noch mehr! Wie sieht dann erst die dritte Welle aus? Ja, komm her! Gar kein Problem. Meine Güte. Oh. So, tschüss. Noch mehr. Ach so, das geht schon derweil runter. Ich habe es gerade gesehen im Hintergrund. Derweil, der wir hier kämpfen. Oh, maximal RP, das ist immer gut. Geht das runter. Da hinten, ihr seht's im Hintergrund. Kommst du wohl da runter? Feige Sau. Komm da runter. Danke, Donald. Au, au. Ha,
Au. Weg. So, noch einer. Wieso macht er nicht seinen dummen Rutschangriff? Nein, dann muss ich erst wieder hingehen. Ich hab vor den Engelschwingen Angst, weil die machen übelsten Schaden. Sturmkristall, dankeschön. So. Oh, und wir haben es geschafft. Puh. Weiter geht's, Freunde. Durch da. Wow, voll cool. Okay, nochmal speichern. Untersuchen. Hä? Was ist denn? Hörst du das nicht? Da. Sei vorsichtig. Dies ist der letzte sichere Ruheort. Danach wird dich kein Licht mehr schützen. Aber keine Angst. Dein Herz ist die mächtigste Waffe, die es gibt. Vergiss nicht, du bist es, der die Tür zum Licht öffnen wird. Ich höre nichts. Seltsam, die Stimme kam mir bekannt vor. Aber vielleicht bilde ich mir das nur ein. Vielleicht solltest du dich ein wenig ausruhen. Ja, und ich würde sagen, ausruhen ist auch unser... fast übersehen. Ausruhen ist auch unser Stichwort. Ich habe es ja euch schon gesagt. Es gibt noch geheime Endgegner und die würde ich gerne vor... vor dem eigentlichen Endgegner machen. Und der wird hier kommen, wenn das der letzte Ruheort ist. Dann werden wir nochmal kurz speichern. Ich hoffe, wir können hier nochmal hin. Und müssen nicht irgendwie was anderes nochmal machen. Und zwar gibt es... Wir gehen erstmal hier hin zurück. Gucken, ob wir uns was Tolles schmieden können. Accessoire geladen. Hab ich hier den Bug drinne oder? Ja, irgendwie haben wir hier einen Bug drinne. Lol. Muss ich gleich nochmal abspeichern und die Aufnahme kurz abbrechen und das Spiel beenden. Ja, wie dieses Geräusch nicht mehr im Hintergrund haben. Was können wir denn hier tolles schmieden? Ability haben können wir schmieden. Das ist ja schon mal etwas. So. Mein kleiner kugeliger Freund. Können wir jetzt was Neues schmieden? Ne, leider nicht. Was fehlt uns denn noch? Die Tropfen, die Freudentaube, die ganzen Tropfen fehlen uns. Gut, wir haben eine Ability bekommen. Ja, wir haben voll den Bug hier drin. Richtig gut. Ich hoffe, ich bin noch laut genug. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal kurz die Aufnahme beenden. Ich muss eh kurz auf die Toilette gehen. Ja, Leute, da sind wir wieder zurück. Ich war auf der Toilette, ich hoffe, ihr auch. Und ja, es soll jetzt weitergehen. Wir haben den Bug nicht mehr, wie ihr hört. Das ist sehr schön. Das ist Balsam für die Ohren. Ich kann es euch sagen. Und ja, ich habe gerade nochmal nachgelesen, wer die geheimen Endgegner sind. Also nicht, wer die sind. Also doch schon, wer die sind. Ich muss ja wissen, wo sie sind. Weil ich das nicht mehr komplett weiß. Und dann habe ich noch was... Entschuldigung, habe gerade was gelesen. Sehr gut. Ja, und...
war ich jetzt? Ach ja, bei den geheimen Endgegner. Genau, und vorher müssen wir noch kurz woanders hin. Und zwar müssen wir hier hin. Nee, wir müssen... Doch, wir müssen als erstes hier hin. Und zwar in die Kabine. Und irgendwo... Oder haben wir das hier schon? Nee, können wir gar nicht haben. Warte mal. Da. Doch. Das ist hier noch. Warte. Ja, ja. Geht mal beiseite. Moment. Ich weiß nicht mehr genau wo. Aber... irgendwo muss es gewesen sein. Ne, hier war es auch. Nee, das ist mir jetzt zu viel. Ich weiß, wie viele Gegner da kommen. Moment. Wir müssen hier runter, genau. Hier war das. Ruhe! Oh, was ist das? Eine Kette? Jetzt gerade links. Achatstein. Oh. Achatstein Schalosch. Wir müssen hier hin, glaube ich. Irgendwo hier hin. Gehen wir nicht. Huch! Okay. War hier nicht auch noch eine Kiste versteckt, wo wir jetzt gerade hier sind? Das fällt mir doch gerade so wieder ein, oder? Lol. Ja, moin. Da. Aha. Zeig ich doch, hier war noch eine Kiste versteckt. Papiergummi. Na super. Oh, zwei sogar. Krass. Hep. Oh, noch mehr Welpen. Cool. So, jetzt muss ich mal gucken, wo das war. Irgendwo muss hier noch ein gelbes Trio-Symbol sein. Ne, da ist ein Speicherpunkt, alles klar, den brauchen wir jetzt nicht. Irgendwo muss hier noch ein gelbes... Ah, da ist es ja. Hallo. Schieben, Jungs, schieben. Oh. Ja, moin. Okay, das war schon. Sehr gut. Mori Halkon. Welpen, sehr toll. Dunkle Materie. Was ist das hier? Ja, Kraft der Lüfte erhalten. Nach dem habe ich doch gesucht. Aero-Ra. Sehr cool. Jetzt haben wir endlich Aero-Ra. Und können den Klotz hier mal beiseite schieben, oder? Können wir den... Konnte man den nicht beiseite schieben? Ne. Okay. Das haben wir schon mal erledigt. Dann geht's hier wieder runter. Genau. So. Dann müssen wir nochmal nach Hollow Bastion zurück. Und zwar sind wir da noch eine Magie geschenkt. Was ich vorher gar nicht wusste. Aber sowas ist ja immer gut mitzunehmen. Kapelle. Und zwar von Aeris. Hier müsste sie sein, oder? Die müssten ja noch hier oben stehen. Nein! Oder wo sind die jetzt? Warte, ich muss mal... Wir müssen erst die Gegner besiegen. Okay, gut geregelt. Komm
Jawohl. Raufes Kristall. Bleibst du hier? Bäh. Huch, wo ist denn das blaue Ding hingeflogen? Wäre doch gerade ein blaues Ding, oder? Bäh, okay, hier ist sie nicht. Dann weiß ich, glaube ich, wo sie ist. Ach, da ist er. Versteckt. Och nö. Warum? Ja, geh weg. Au. Boah. Energietropfen. Juhu. Okay, hier ist sie nicht. Dann weiß ich, glaube ich, wo sie ist. Hui. Paraglider. Haben wir ja letztes Mal bekommen. Wollte ich unbedingt ausprobieren. Hui. Also viel schneller finde ich das jetzt nicht. Hier sind die Prinzessinnen. Moment. Wir machen uns das mal einfach. Oh, da sind wir wieder. Komisch. Sie kann nur da sein. Nein, okay, hier ist sie nicht. Hä? Oh doch, hier ist Yuffie. Okay, doch, sie sind hier. Irgendwo müsste dann auch Aeris stecken. Da. Hallo. Sora, lies das mal. Was soll ich lesen? Dies ist der Rest von Anselms Bericht. Malefiz muss ihn gesammelt haben. Ansel Bericht 2. Ansel Bericht 4. Ansel Bericht 6. Ansel Bericht 10. Cool. Dankeschön. Ansel verschwand, als die Welt der Dunkelheit zum Opfer fiel. Er soll umgekommen sein, als er das Volk gegen die Herzlosen verteidigte. Aber Ansem war derjenige, der sie herbrachte. Würdest du... Ansem wartet in der Dunkelheit. Aber hier ist ein kleines Licht, um dich zu beschützen, Sora. Genau das meinte ich. Vitra wurde zu Vigra. Jawohl. Jetzt haben wir nämlich auch die stärkste Form der Heilung. Gucken, was uns Leon noch so mitgibt auf dem Weg. Dies war einmal Ansems Schloss. Als weiser Mann genoss er hohes Ansehen. Aber die Dunkelheit bemächtigte sich seiner. Er begann mit den Herzen der Menschen zu experimentieren. Dieser einst weise Mann. So viel Leid und Zerstörung. Wo und wofür? Alles Klärchen. Hätten wir das auch? Speichern wir mal zwischendurch. Ja, kann ja nie schaden. So, dann gehen wir mal zum Gummijet. Und ich würde sagen, okay.
Das ist der erste, mit dem wir uns beschäftigen. Und zwar ist einer in Agrabah. Und das Problem ist, wir haben ja noch ein bisschen was in Agrabah zu tun. Habe ich das gerade richtig gesehen? Moment. Wir haben ja... Dann kann ich das davor tun. Habe ich das schon gemacht? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, das habe ich schon gemacht. Alles klar. Gut, mein Fehler. Dann können wir hier doch wieder hin. So, dann speichern wir davor mal kurz ab. Und... Ah, ne. Das wollte ich nicht. Dahin wollte ich. Ja, das sieht gut aus. Dann können wir mal Donut ein paar abgeben. Wir können sogar High Potions abgeben. Nicht, dass sich hier irgendwer betrogen fühlt. Ein paar Ether können wir auch ruhig abgeben. Zwei Stück an Donut, weil ist ja der Magier. Und jetzt kommt Goofy. Dem geben wir aber erstmal nur Heilung. Scheiße, weil Goofy länger überlebt als Donut. Der kann ihn immer wieder beleben. So. Das wäre Goofy, alles klar. Dann muss ich... Ne, da wollte ich jetzt nicht reingucken, aber können wir wohl ruhig machen. Herzlose haben wir neue. Erzbehemoth, okay. Das sind die blauen. Okay, nur einen neuen. Anzahlbericht 2, 4, 6 und 10. Sie hat zwar die 8 vergessen, aber die hatten wir ja schon. So, Dele, wo wollte ich denn jetzt hin? Bei Einstellung war das, glaube ich, ne? Ja, hier. Magie oft, normal, normal. LP in Not, MP normal. Goofy in Not, alles klar. Okay, dann wollen wir die Einstellung nochmal abspeichern, falls irgendwas passieren sollte. Zack. Und jetzt müssen wir nämlich mit dem Teppich hier reden. Der so aufgeregt hin und her dümpelt. Was ist los? Möchtet ihr irgendwo hin? Und dann müssen wir mit ihm in die Wüste fliegen. Und dort erwartet uns der erste geheime Boss. Au. Dieser heißt Kurt Caesar. Und den müssen wir jetzt hier erstmal besiegen. Ich habe ein bisschen gelesen, wie das gehen soll. Und zwar müssen wir erst die Kugeln zerstören, weil mit denen hält er uns unsere Magie zurück. Er kann nämlich unsere Magie blocken. Zack. Nummer 1 hätten wir. Nummer 2 kommt gleich. Und vor dem Angriff sollten wir uns in Acht nehmen. So, und jetzt können wir nämlich sein Gesicht angreifen, nachdem er blockiert wurde. Jetzt können wir nämlich auch Aero benutzen und uns so verteidigen. Sollte er jetzt noch stärker sein. Und wir sollten ihm eigentlich ganz gut zusetzen, wie ihr seht. Also er verliert eine Leiste nach der anderen. So, jetzt hat er aber sein Schild, sein Magieschild. Und da hilft nur eins. Eine Beschwörung. Und zwar von Dumbo. Denn Dumbo macht Magieschaden. Und diese Hülle, die er jetzt aufgebaut hat, die müssen wir mit Magie zerstören. Und dafür ist Dumbo halt am besten. Und jetzt können wir ihn wieder angreifen. Jetzt kommen nämlich auch Donald und Goofy zurück. Zack. Nochmal Defense. Und dann geht es jetzt weiter rauf. Und er hat nur noch zwei Leisten. Und wir sind voll dabei. Jetzt blockiert er unsere Magie wieder. Aber das ist ja kein Problem. Für uns. Ja, vor dem Angriff sollten wir uns vielleicht in Acht nehmen.
sind nicht so stark, zum Glück. Aber Mega-Portion haben wir schon erhalten. Oh, ja, das ist auch noch gefährlich, das habe ich auch gelesen. Dann müssen wir immer am besten unter ihm bleiben, damit er uns da nicht trifft. Und das sollte es gewesen sein, jawohl. Jetzt können wir erstmal das machen. Wir können uns hier wieder seinem Kopf widmen. Und der hat nur noch eine halbe Leiste. So, und da sollten wir, nee, wieder rufen. Dumbo geht aber gerade nicht. Also müssen wir es selber tun. Ja, ich habe die Items Ether. Auf uns. Können wir jetzt Dumbo rufen? Ne, Dumbo können wir nicht nochmal rufen. Das heißt, wir müssen es selbst tun. Dann müssen wir halt Mushu rufen. Der heilige große Drache! Mushu! Richtig, das hat er gut erkannt. Ja, Dumbo fand ich besser. Auf dem kann man wenigstens reiten. Und macht nicht so eine krasse Angriffe. Okay, wir sollten zwei davon nehmen. Jetzt ist er gleich fertig. Fuck. Nein! Oh, fuck. Das war jetzt dumm von mir. Wir haben ein bisschen Zeit verloren, aber nichtsdestotrotz. Jetzt blockiert er unsere Magie wieder. Das ist nicht so schlimm. Wir haben volles Leben. Alles ist gut. Und der hat nur noch eine Leiste, die wir ihm jetzt abziehen. Und sie sind gut dabei. So, ein Arm hat er schon verloren. Okay. Wir müssen uns hier kurz heilen. Wow. Wo ist er? Da. Okay, wir sollten vielleicht noch mal eine Heilpotion nehmen. Gut, dass er uns davor getroffen hat. Jetzt ist er dran, oder? Jetzt ist er dran. Oh, er hat nur noch ein bisschen. Er hat nur noch ein ganz bisschen. Er hat nur noch ein ganz bisschen. Und wir rufen Genie. In der Hoffnung, dass das diesmal klappt. Besser. Aber Mushu haben wir es ja auch hinbekommen. Und Genie sollte doch ein Stück stärker sein als Mushu. Au. Aua, aua. Kann halt nichts machen. Danke. Ohne Magie kann ich halt nichts machen. Deswegen so viel Ether. So. Wenn wir ihn angreifen, bekommen wir wenigstens Magiekugeln. Jetzt wird es nämlich eng. Wenn wir mal jemand. Aua.
Ja, komm, hör auf zu simulieren. So, jetzt ist aber Schluss hier mit lustig. Jetzt haben wir dich und jetzt bist du dran. Bam! Und wir haben den ersten Geheimboss. Jawohl! Ja! Geil, ey! Geil! So geil! Mega! Hilfe! Boah! Und der Teppich rettet uns. Puh. Uiuiuiuiuiuiuiui. So rasante Zucken erlernt. Anselm Bericht 11 erhalten. Yo, wir haben es geschafft. Danach gleich erstmal abspeichern. Das ist logische Prozedere. Oh, 59. Sante Zucken. 30%ige Chance, eine Abschlusskombo, die einen schwächeren Gegner vernichten kann. Gleich ausrüsten. Puh. Das war doch mal ein Kampf. Sehr schön. Sehr gut. Wir haben einen neuen Anzahlbericht. Und wir haben einen neuen Herzlosen. Kurzisa. So, wir haben abgespeichert. Der nächste wäre... Ich weiß nicht, ob ich schon bereit für den bin. Aber der hat ein bisschen weniger Lebenspunkte als Kurzisa. Aber ist hier laut der Beschreibung ein bisschen nerviger. Und zwar ist der im Nimmerland.